Big Fish Games. Elever Games. Elever Fridays Games. Hey, Bolo Bang und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dark Strokes, das Königreich des Schnees. Und das erste, was ich mache, ist erstmal hier ein bisschen den Sound runterdrehen. So, für euch natürlich, denn ich höre ja alles ganz gut. Kurze Ansage. Erstens mal, ja, hier ist Facecam. Wer vielleicht erst neu zuschaltet, der sollte wissen, bei Wimmelbildern ist prinzipiell die Facecam an. Und warum ich eine Brille auf habe, das liegt daran, dass es jetzt, wie spät ist es? 22 Uhr. Punkt genau. Es ist Punkt genau 22 Uhr. Und da scheint natürlich keine Sonne mehr. Und damit das mit dem Greenscreen da hinten, ich hoffe, das funktioniert überhaupt alles, dass das alles funktioniert. Vielleicht seht ihr es auch in der Spiegelung dieser Brille. Habe ich eine Brille auf, denn ich habe mir eine Lampe hingestellt, die extrem hell ist. Und die blendet mich extrem. Also wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann setze ich die Brille auf, denn eigentlich will ich die ja abnehmen. Ne? Nur mal kurz so zur Anmerkung und... Ihr seht schon im Hintergrund vom Spiel, Moment, ich mach mal ein bisschen lauter für mich. Da ist ein schönes Königreich, yay! Und wir können uns das ganze später hier alles mal angucken. Wir drücken auf Spielen. Der Tag beginnt, das Abenteuer startet. Elever Fridays Games. Nein, sie stirbt. Wow. Wow, der Typ hat's drauf. Hä? Was war das denn? Das ist übrigens die Fortsetzung von Darkstrokes, deshalb hat der Typ wahrscheinlich auch eine Maske auf. Gut. Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich sollte mal die Brille abnehmen, oder? Ich möchte echt nicht, dass der Greenscreen das jetzt spiegelt und dann alles nicht funktioniert. Moment, ich mache das jetzt. Hilfe. Ja, Brille abnehmen. Ah, Hilfe, es blendet. Es blendet extrem. So. Das wieder aufsetzen. Ich hoffe, die Frisur passt. Zack, zack, zack. So. Ah, Hilfe, es blendet einfach so extrem. Das nervt. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es sieht, mein T-Shirt. Ah. Vielleicht kann ich auch mal kurz aufstehen. Das T-Shirt muss ich euch zeigen. Hilfe, kann das irgendwie... Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da steht jedenfalls drauf, Think like a Proton. Think positive. Ja, das ist wichtig, immer positiv denken. So, und jetzt können wir den Schwierigkeitsgrad wählen. Ich weiß, ihr wollt endlich, dass das Spiel losgeht. Aber ich zögere alles ganz gerne hinaus. Gut. Leicht. Anleitung, ja. Aktive Bereiche fungieren, ja. Strafe für unüberlegtes drauf. Lustlingen. Och man. Die gibt's ja natürlich nicht. Aha. Wir springen. Also wir sind ja einfach die besten Wimmelbildspieler. Wir spielen natürlich auch auf schwierig, sagte er, und spielt auf Mittel. So, denn es sollte schwierig sein, aber nicht zu schwierig. Denn Wimmelbilder sind von der Logik her immer mal ein bisschen ganz weit da hinten. Ne? Da so, ganz da hinten. Hier, da, siehst du das da? So, wir fangen endlich mal an. Ich weiß, ihr wartet drauf. Gut, dass ich in der Nähe war. Der Reiter will sich jemand in der Kutsche schnappen. Ich muss ihn vertreiben. Wo habe ich nur Pfeil und Bogen? Was fragst du mich? Was soll ich denn das wissen? Mit dem Reiter stimmt etwas nicht. Er wirkt irgendwie seltsam. Aber er versucht, die Person in der Kutsche zu entführen. Wo ist mein Bogen? Ich muss dem Passagier helfen.
Der Reiter will die Person entführen und bleibt einfach auf dem Pferd und bekommt das nicht hin. Hallo. Und guckt uns dabei auch noch an, weißt du? Die Leute hier sind schon wieder so schlau. Cool, da ist ein Pfeil. Ich hau dich mit dem Pfeil. Vielleicht funktioniert ja etwas anderes. Wahrscheinlich sollten wir den Bogen nehmen. Mein Bogen muss ja irgendwo sein. Ich muss ihn dringend finden. Ja, hier ist er doch. Wow, die Technik hier ist natürlich die neueste vom neuesten. Ja, das ist jetzt... Cool. Voll die neue Technik. Oh. Nein! 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 Er ist tot! Ach nein, das ist ja gut. Thanks for driving off the night. I was afraid he'd catch me. Wow, die sieht aus wie ein Kind. Das Mädchen stellte sich mit dem Namen Adele vor. Der mutige Jäger bot ihr an, sich in seiner Hütte zu verstecken. An einem anderen Ort wurde in dieser Nacht ein heimtückischer Plan ausgearbeitet. Wähle eine Stelle auf dem Bildschirm aus, um fortzufahren. Ich glaube, das gehört zur Geschichte. Wow. Sieht da cool. Ist das der Weihnachtsmann? Fliegt der mit dem Ballon? Oh. Eine rote Rose. Alan, rote Kleine. Look at what I found on the porch. Alan, a huge hot air balloon just flew over our house. Klar, weißt du? Ich frag mich. Du wirst es nicht glauben. Ach ne, es ist ja eine Frau. Sorry an alle Frauen, aber ich muss jetzt ein bisschen höher reden, weil es ist ja eine Frau. Du wirst es nicht glauben, ein Heißluftballon ist gerade über unser Haus geflogen. Das klingt halt so überhaupt nicht wie eine Frau. Und, ach ja, ja, red mal schneller hier. Und dieses Geschenk ist herausgefallen. Ich bin gespannt, was drin ist. Da fliegt ein Heißluftballon übers Haus. Er wirft ein rauchendes Geschenk ab. Und die wollen es aufmachen. Also ich weiß ja auch nicht, ob die irgendwie vielleicht verwundert sind oder so. Also ich wäre ja verwundert, aber ich meine, habe ich gesagt. Keine Ahnung. So, ja, ich will das nicht aufmachen. Und dieses Geschenk soll uns also auf das große Fest aufmerksam machen. Verzähltes Volk, Witz, freuen uns mit euch auf das große Fest. Ist das ein... Ach, das ist ein R. Ich habe das als Z interpretiert. Verehrtes Volk. Was ist das für eine komische Schrift? Verehrtes Volk, wir freuen uns mit euch auf das große Fest, das wir in Kürze in unserem Königreich ausrichten werden. Als Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten enthält, das E passt nicht rein, jeder ein kleines Geschenk erhält. Was ist denn das für eine blöde Schrift? Ich kann das... Das ist... Für mich ist das ein Z und kein R. Ah, Mensch, Leute, was ist das denn? Gut, das funktioniert sehr gut und hier eine geile Partikelspiegelung. Sieht wunderschön. Das Geschenkband ist fest verknotet. Ich brauche ein Messer, um es durchzuschneiden. Das bekommst du natürlich nicht so auf. Nee, geht nicht. Ja, erstmal Handschuh klauen. Ach nein, ist ja unsere Hütte. Die Truhe hat einen doppelten Boden. Ich habe sie gegen ein paar Hirschgeweihe eingetauscht. Okay. Alles weg hier, alles weg. Was? Die Truhe hat eine bla bla bla, ja. Was? Überspringen? Ach, es ist ein Spiel, okay. Wow, das war echt so schwer. Motten, ist wohl schon eine Weile her, dass ich die Truhe geöffnet habe. Ja, hier ist auch nur ein Bogenschütze und ein Stück Papier. Es lohnt sich voll. Ah, und sie steht so cool da. Sie steht einfach nur da. Kannst auch ein Messer holen. Also das muss ja wieder er machen hier, also wir.
Klaro. So sehen meine Schlösser auch aus. Setze den Apparat zusammen. Objektliste 10. Was denn für ein Apparat? Es ist also stumpfes Rumklicken und hoffen, dass irgendwas stimmt oder wie. So, das ist der hier, ne? Ja. Ah, ich verstehe. So, wo haben wir denn so eine Tröte? So ein Horn? Ich sehe gerade kein Horn. Ein Horn. Haben wir denn? Ach man, das kratzt über das T-Shirt. Das ist auch neu. Das ist brandneu. Hä? Ah, okay. Flügel habe ich gerade gesehen. Hier. Hallo, das ist ein Flügel. Da ist ein Horn. Natürlich nimmt der feine Herr nur ein ganz bestimmtes Horn, denke ich. Muss ich das erziehen? Nein. Ja, wenn die Flügel nicht gehen... Klar, ist vollkommen logisch. Was sind dann die blöden Flügel? Das sind doch die Flügel. Ach, natürlich. Es sind die Flügel. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Da haben wir schon mal das Teil. Uns fehlt bloß dieses Teil. Dieser Grundboden. Wahrscheinlich sehe ich die bloß nicht. Oder ist halt da drin. Ah ja, jetzt verstehen wir das Ganze. Oh, die hat eine Blume auf dem Kopf. Was ist denn eine Blume? Da ist eine Blume. Geil. Ein Detektiv für das Finden aller Gegenstände in einem Minispiel, Wimmelbild, keine Ahnung. Ja, hallo. Ich bin gespannt, was in dem Paket ist. Du siehst komisch aus. Eigentlich ja nicht. Ich meine, nee, es sieht eigentlich ganz normal aus, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ist ein hübsches Mädel. Mehr oder weniger. Alan, look. This figurine is a replica of the royal castle. What? What's going on? Was mir auch mal passiert. Das ist, da habe ich eine Schneekugel genommen und war ich halt dann drin, ne? Da habe ich dann den. Moment, mir fällt ein cooler Witz ein. Den SDSC. Ach, den SDSC für Schneekugel angerufen. Oh Gott, war das schlecht. Der war überhaupt kein Witz. Was? Was ist passiert? Wieso bin ich in dieser Kristallkugel? Alan, help me. Get me out of here. Alan, hilf mir. Hol mich hier raus. I feel strange magic in the air. We need to find the air balloon and figure out how to remove the spell. Also, so, ich spüre eine seltsame Magie. Wir müssen nach dem Heißluftballon suchen und herausfinden, wie wir den Zauber lösen können. Die nimmt das sehr gelassen, dass sie irgendwie in einer Schneekugel drin festhängt. Oder Kristallkugel halt. Und dieses Piepen meiner Uhr hat gesagt, das war's mit der Folge. Denn ich versuche die jetzt auch wieder abzumoderieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Strongs. Wie hieß das Spiel? Königreich des Schnees. Gut, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit Pau.